Also, ich kann noch nicht so viel erzählen. Es ist leicht, Elisabeth Lanz ins Herz zu schließen. Ihr Lachen ist ansteckend und vor allem echt. Wir treffen sie mitten in den Dreharbeiten der neuen Folgen von Tierärztin Dr. Mertens in Leipzig. Und auch wenn sie schon seit Stunden vor der Kamera steht, nimmt sie sich in einer Pause und abseits des Set-Trubels völlig entspannt Zeit für uns. Ich war jetzt die letzten 1,5 Tage sozusagen mit Maske und Visier in der Quarantänestation. Hat mit Corona alles überhaupt nichts zu tun, sondern wir haben mit einem besonderen Tierfall zu tun. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt aus diesem Raum mal rauskommen konnte, um Luft zu schnappen. Seit 2006 bezaubert die Österreicherin als Dr. Susanne Mertens ein Millionenpublikum, das treu wie Gold den Weg der taffen Tierärztin verfolgt. Für die jetzt ein nächstes Abenteuer beginnt. Seit Mitte Mai laufen die Dreharbeiten für neue Folgen. Dass überhaupt wieder gearbeitet werden kann, sorgt im kompletten Team für Freude und Dankbarkeit. Corona hat verändert in vielerlei Hinsicht. Mit absolut keinen Attitüden mehr, die irgendwo im Raum sind. Also ich sag mal, die Not hat alle anders zusammengeschweißt und Dinge möglich gemacht, die vorher weniger leicht möglich waren. Ich würde sagen, jeder passt auf den anderen viel mehr auf. Es ist eigentlich sehr, von der menschlichen Seite her, sehr schön. Von der anderen menschlichen Seite, dieses, dass man sich keine Hand mehr gibt und so weiter, das sind irritierend, für mich nach wie vor irritierende Sachen. Und auch bei der Handlung gibt es eine entscheidende Veränderung. Statt wie sonst im Zoo Leipzig wird diesmal in Erfurt, Magdeburg und Halle gedreht. Die Menschen sind so toll mit uns umgegangen, haben uns willkommen geheißen. Das fand ich schon, also auch da dieses weitere Zusammenrücken, füreinander da zu sein. Zusammenhalt, gerade jetzt so wichtig. Elisabeth Lanz spürt das besonders in Bad Hersfeld. Seit Jahren steht sie dort bei den Festspielen auf der Bühne, die diesmal nicht so wie gewohnt stattfinden können. Da bin ich jetzt auch im August. Also man versucht natürlich ja überall so kleine Kulturprogramme auch noch aufrechtzuerhalten. Und wo es mir möglich ist, unterstütze ich das. Da geht es mir jetzt nicht darum. Ich habe ja jetzt Arbeit. Ich habe auch das Glück, verdienen zu dürfen und zu können. Ich habe auch Kollegen unterstützt. Ich sage auch immer, ich muss jetzt selber für Kollegen auch da sein. Ich kann nicht sagen, der Staat muss und der muss und die müssen. Ich glaube, wir müssen aufeinander anders ein bisschen Acht geben. Den Sinn für Gemeinschaft hatte sie schon als Kind. Ihr Vater war Leiter eines SOS-Kindes. Elisabeth Lanz ist dort quasi mit 100 Geschwistern aufgewachsen. Das prägt. Auch ihre richtige Schwester Barbara Lanz ist Schauspielerin. So richtig austoben würde sich Lanz übrigens gerne mal wieder in einer Komödie. Einer, in der sie voll den speziellen Humor aus Österreich ausspielen kann. Es ist hintergründiger, es ist schon ein bisschen süffisant. Also manche würden es vielleicht auch als gemein betrachten. Das hat schon bösartige Noten. Wie Sie sich freuen. Kommen Sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ja, das mag ich schon ganz gerne. Was sind denn Sie so für eine Nachbarin in dem kleinen, in der kleinen Ortschaft, wo Sie ja, wohnen? Ruhig. Ja. Ich fall nicht auf. Aber da kennen Sie ja wahrscheinlich alle, ne? Ja, schon. Aber zu Hause bin ich, da fahre ich ja runter. Zu Hause ist in Jeans und T-Shirt auf dem Land bei München. Dort lebt sie mit Mann und Tochter Maria. Ihre einzige kleine Attitüde war lange hier und da eine Zigarette. Ich habe einen Deal mit meiner Tochter. Ja. Und ich habe mich ja nie zu den Rauchern gezählt, nur zu den Solidaritätsrauchern. So, auch das ist jetzt inzwischen gestrichen. Also der Deal ist, die Mama ist nicht Raucherin. Und sie ist jetzt auch nicht Knutscherin, zumindest am Set. Wegen Corona darf in keiner Szene mehr geküsst und gekuschelt werden, so wie hier noch. Auch nicht mit Sven Martinek, der seit vielen Jahren ihren Freund spielt. Damit es in der Serie trotzdem weiter prickelt, wird Elisabeth Lanz von Bianca, der echten Freundin von Martinek, gedoubelt. Wie das dann im Schnitt funktioniert, das werden wir sehen. Und zwar alle zusammen. Denn was Fans jetzt ganz bestimmt so richtig freut, bei jeder neuen Folge sitzt auch Elisabeth Lanz auf ihrer Couch vor dem Fernseher und fiebert mit.